Religionsfreiheit ist wichtig, um Fluchtursachen wirksam und dauerhaft zu bekämpfen. Denn zu einem Gefühl von Heimat gehört auch, den eigenen Glauben leben zu können. Diese Ansicht vertrat der Beauftragte der Bundesregierung für weltweite Religionsfreiheit, Markus Grübel. Er sprach am 8. Februar auf einer Veranstaltung des Evangelischen Arbeitskreises der CDU in Wuppertal. Es gibt keinen Weltfrieden ohne Frieden zwischen den Religionen. Wenn es um Rückkehrperspektiven geht, dann ist Religionsfreiheit nicht weniger wichtig als Infrastruktur, Arbeit und Bildung, so der Katholik. Ein positives Beispiel für einen erfolgreichen Wiederaufbau über religiöse Grenzen hinweg sei der Nordirak. Hier hätten mit Hilfe des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung nun 2 Millionen Menschen sauberes Trinkwasser, so Grübel. "1200 Sänger zwischen 8 und 84 Jahren haben sich an der Uraufführung des Musicals Martin Luther King – Ein Traum verändert die Welt am 9. Februar in der Essener Grugerhalle beteiligt. In dem Stück geht es um das Leben und Wirken des US-Bürgerrechtlers, Friedensnobelpreisträgers und Baptistenpfarrers Martin Luther King. Veranstalter war die Stiftung Kreative Kirche. Projektpartner waren die Evangelische Kirche im Rheinland, das Bistum Essen und der Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden. Die Premiere war mit 4500 Zuschauern ausverkauft. Im Juni wird das Musical noch einmal auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag in Dortmund aufgeführt. 2020 geht es auf Deutschlandtour." Rund 120 Teilnehmer zählte die viertägige Tagung Senioren für Christus im christlichen Gästezentrum Rehe im Westerwald vergangene Woche. In Fachvorträgen und Bibelarbeiten gaben die Veranstalter Anregungen und Hilfestellungen für den Alltag. Veranstalter war der Arbeitskreis Senioren für Christus, ein Arbeitszweig von Diakonie Persis und den Brüdergemeinden in Deutschland. Sehen Sie einen Kommentar von Siegfried Lambeck zum Thema der Tagung, unterwegs mit Jesus. Wir sind dankbar, dass wir als Senioren für Christus entdeckt haben, dass das letzte Drittel unseres Lebens eine lohnende Zeit ist, wo Gott uns Gnade gibt, Zeit und Kraft aus der Erfahrung und der Reife unseres Lebens das Evangelium weiterzugeben. Und gerade hier sehen wir eine Aufgabe, gerade an den Menschen, die Jesus noch nicht kennen, die unbedingt eine Ausrichtung für ihr Leben haben. Wir haben Erfahrungen gemacht und auch eine Lebensreife. Bei aller Schwachheit können wir das bezeugen. Und wir merken immer, das wird uns gerne abgenommen, wenn wir den Menschen sagen, es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Und gerade hier diese Tagung will uns da eine Stärkung und Hilfe geben, neue Impulse und Mut machen, für den Herrn unterwegs zu sein. Zu seiner Ehre wollen wir diesen Dienst gerne tun.